Grow Together. Schön, dass du dabei bist. Schnapp dir einen Kaffee und setz dich zu uns. Hallo, richtig cool, dass du wieder dabei bist bei unserem Videopodcast Grow Together. Heute ist die Tabea bei mir zu Besuch. Tabea, sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast, hier bei uns zu sein heute. Ja, ich freue mich auch total. Danke. Herzlich willkommen. Tabea, als ich dich das erste Mal besucht habe, waren wir bei dir zu Hause. Und bei dir zu Hause, das ist das Hoffnungshaus hier in Bad Liebenzell. Und erklär uns doch vielleicht mal ganz kurz, was ist das für ein Projekt, was ist das Hoffnungshaus? Ja, gern. Also das Hoffnungshaus, das ist ein integratives Wohnprojekt, in dem geflüchtete Menschen wohnen und Menschen aus der Aufnahmegesellschaft. Klingt spannend. Ist es auch? Ja. Was hat euch da so überzeugt oder was mögt ihr, liebt ihr daran, dass ihr gesagt habt, da wollen wir gerne leben? Also zum einen finden wir es halt ein super Projekt, dass es sich lohnt zu unterstützen. Und zum anderen haben wir jetzt seit der Zeit, in der wir dort wohnen, auch gemerkt, so, wir selber können voll viel davon auch profitieren und lernen und unseren Horizont erweitern, gerade einfach durch die vielen unterschiedlichen Kulturen, die da in einem Haus wohnen. Ja, spannend, sehr spannend, für das, dass ihr euch dafür entschieden habt, dort zu leben, richtig cool. Das Thema Hoffnung begleitet euch jetzt ja schon ein bisschen länger oder ist euch immer wieder wichtig geworden, vor allem so in den letzten Jahren. Vielleicht magst du uns da kurz mit reinnehmen, uns kurz erzählen, wie das gekommen ist oder warum hat euch das in den letzten Jahren besonders beschäftigt? Ja, genau. Also das Thema Hoffnung, das zieht sich tatsächlich bei uns so ein bisschen mit durch. Auf unser erstes Kind mussten wir doch relativ lang warten und jeder, der in der Phase steckt oder schon in der Phase gesteckt ist, der weiß, dass das nicht unbedingt so einfach ist. Und mein Mann und ich, wir glauben an Gott und irgendwann haben wir für uns den Entschluss gefasst, wir möchten nicht an dem Kinderwunsch irgendwie dran kaputt gehen, sondern gestärkt aus der doch schwierigen Situation auch mit rausgehen. Und ab dem Punkt habe ich dann gedacht, okay, jetzt möchte ich ja immer gern so ein bisschen selber was tun. Ich mache mich mal auf die Suche nach vor allem christlicher Literatur und siehe da, ich habe nichts gefunden. Deshalb habe ich angefangen, mal in der Bibel zu recherchieren, was es zu dem Thema alles zu finden gibt und habe dann doch eine ganze Menge gefunden. Genau, das alles war natürlich ein Prozess und war nicht von jetzt so auf nachher. Und ich hatte auch eine liebe Freundin, beziehungsweise die habe ich immer noch, die mich auch in der Zeit begleitet hat und mir auch immer wieder liebevolle Arschtritte gegeben hat, wie ich es gerne nenne. Okay, was können wir uns darunter vorstellen? Was heißt das, liebevolle Arschtritte? Ja, ein ganz konkretes Beispiel, wenn ich zum Beispiel mal wieder meine Tage bekommen habe und mich bei ihr ausgeheult hat, dann hat sie gemeint, ja, wir bleiben weiter dran, wir geben nicht auf und wir beten das durch. Und dann hat sie noch so gemeint, ja, die Sarah, das ist die Frau vom Abraham in der Bibel, die war 90. So, ah ja, alles klar, super, danke dir. Aber cool, so eine Freude braucht man. Diese ganze Zeit hat dich inspiriert, oder diese Erfahrung und das, was du vor allen Dingen gefunden hast in der Bibel, hat dich inspiriert, es zusammenzufassen in ein Buch. Du hast ein eigenes kleines Buch verfasst. Ja. Und in dem Buch hast du Bibelverse und Gebete, die dich besonders jetzt in der Zeit begleitet haben, zusammengefasst. Und was war dir daran so wichtig, dass du gesagt hast, ich möchte es nicht nur für mich in meinem Herzen, in meinem Kopf haben, sondern ich möchte das gerne auch weitergeben können. Warum war dir das so wichtig? Ich habe die irgendwann alle mal zusammengeschrieben, einfach für mich auch in der Zeit und konnte es dann aber auch schon an Freundinnen mit weitergeben. Und so ist irgendwann der Gedanke entstanden, das in einem Büchle zusammenzufassen, um einfach auch anderen Hoffnung zu machen und Hoffnung zu geben, weil das doch irgendwie dann einfacher ist, durch solche Phasen mit durchzugehen. Habe dann aber gleich noch Schwangerschaft, Geburt und Kindererziehung mit hinzugenommen, damit man da gleich mal alles in einem Aufwasch mit hat. Sehr gut, ja. Was ich auch echt spannend finde oder was ich mich gefragt habe, ist, das war so eine bestimmte Zeit, die euch da, durch die ihr gegangen seid, aber jetzt seid ihr eine glückliche Familie, zwei Kinder sind schon da, eins ist unterwegs. Und würdest du sagen, das ist jetzt für mich abgeschlossen oder würdest du sagen, das, was du da gelernt hast, das gilt jetzt genauso oder gilt auch noch für andere Bereiche in meinem Leben? Ja, also ich habe das gerade in der Kinderwunschphase besonders benutzt oder genutzt eben und
es hat uns voll die Hoffnung gegeben. Und ich habe dann aber auch gemerkt, das zieht sich eigentlich durch alle Lebensbereiche kann man das anwenden. Und habe auch gemerkt, so in der Bibel findet man eigentlich zu jedem Thema irgendwas und da auch echt richtig viel. Und die Bibel hat auch heute noch irgendwie so Relevanz für mich und auch für andere. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass gerade zum Beispiel in schwierigen Situationen gerade Bibelverse auch mit Hoffnung geben können, dass man da einfach mit weiter dran bleibt und auch da immer wieder so ja, mit recherchiert. Und was ich noch so festgestellt habe, ist so gerade auch in der Arbeit bei uns im Hoffnungshaus, ich kann auch so viel Hoffnung an unsere Bewohner mit weitergeben, aber das geht tatsächlich nur, wenn ich selbst Hoffnung habe, kann ich auch Hoffnung an andere weitergeben. Ja, so gute Wahrheiten, das ist so, das stimmt so total und das ist so schön, dass du das so erlebt hast und dass du das hier auch an uns weitergegeben hast. Ich danke dir für deine Ehrlichkeit und deine Zeit und ich wünsche dir, dass du diese Hoffnung auch erlebst, von der wir gerade gehört haben und wir trinken jetzt hier mal noch unsere eisgekühlte Limo und wünschen dir noch einen richtig schönen Tag.